Die Römerkampagne beginnt mit einer recht entspannten Mission. Wir haben zwar drei feindliche Spieler, aber nur einer von ihnen muss tatsächlich zerstört werden, wodurch sich die Sache nicht unnötig zieht. Im Südosten der Karte befindet sich der blaue Spieler, welcher mit uns verbündet ist und theoretisch von uns beschützt werden soll, in der Praxis aber weder aktiv noch passiv am Spiel teilnimmt. Daran angrenzend befindet sich der grüne Spieler, welcher als einziger von uns besiegt werden muss, uns gegenüber aber wenig Aggression zeigen sollte, da ihn vor Ablauf seiner Delays besiegt haben dürftet. Der Westen der Karte wird von Gelb und Lila kontrolliert, mit denen ihr aber wenig aktiv interagieren werdet. Sie bekommen aber geskriptete Angriffsbefehle unabhängig von ihren eingetragenen Delays. Auf Leicht greifen sie euch nach 2 und 3 Stunden einmal an. Auf Normal kommen sie bereits nach 50 und 65 Minuten und danach jeweils alle 15 bis 20 Minuten. Selbst dann waren ihre Angriffstruppen aber eher klein. Eure Bodenschätze werdet ihr aus den Bergen im Norden und Osten beziehen. Beide sind üppig gefüllt mit Kohle, Eisen, Gold und Stein. Eure Minen werden hier ihre volle Leistung erbringen, ihr könnt also recht safe mit 2 verarbeitenden Gebäuden pro Mine planen. Ihr werdet zwar etwas roden müssen, aber generell habt ihr recht viel Platz und eine rohstoffreiche Startposition, in die auch niemand reinsiedeln kann. Ihr könnt also verteidigen, wo auch immer ihr möchtet. Sobald ihr grün angreift, müsst ihr aber sowohl auf dessen Gegenangriff als auch auf seinen Einsatz von Priestern vorbereitet sein. Das ist aber keine große Sache und sobald grün besiegt ist, habt ihr die Karte auch schon gewonnen. Mission 2 gibt uns einen eher langwierigen Auftrag. Wir sollen eine Flotte aus 10 Kriegsschiffen und 20 Fähren aufbauen und die Fähren noch dazu mit Soldaten füllen. Typ und Level sind zum Glück egal. Diese Schiffe sollen wir dann zu unseren Dieben in der südwestlichen Ecke der Karte bringen. Etwas erschwert wird dieses Vorhaben durch einen trojanischen Stützpunkt im Süden, der uns gelegentlich angreifen wird. Außerhalb von geskripteten Angriffen ist er theoretisch komplett passiv. Ihr solltet aber auf keinen Fall zulassen, dass er einen eurer Türme erobert. Wenn ihr diesen Turm dann zurückerobert, werden euch die Trojaner mit allem angreifen, was sie haben. Und das wird eine stattliche Armee mit 120% Kampfkraft sein. Diese Karte macht es euch leicht, Kohle, Gold und Stein in rauen Mengen zu finden. Dafür ist sie unglaublich sparsam in Sachen Eisen. Keines der Vorkommen eignet sich für mehr als eine Mine und manche sind selbst dafür ziemlich klein. Das nächstgelegene Eisenvorkommen befindet sich am oberen rechten Ende des Berges östlich eurer Startposition. Weitere Vorkommen gibt es nördlich davon, aber nur das unten am Hang besteht aus mehr als einem Feld. Ein drittes Vorkommen findet ihr nordwestlich eurer Startposition entlang dieser Straße. Wenn ihr der Straße folgt, findet ihr außerdem ein Lager mit Holzbrettern und Eisenbarren, die euch wahrscheinlich beim Schiffbau helfen sollen, aber vermutlich besser zur Überbrückung des Eisenmangels am Anfang genutzt werden sollten. Solange ihr die KI nicht triggert, solltet ihr keine ernsthaften Probleme haben. Beachtet aber, dass ihr an der Küste nicht so viel Platz habt, wie euch das Spiel zunächst denken lässt. Werften müssen Platz für die Schiffe einplanen, sodass ihr Umriss im Wasser tatsächlich ein gutes Stück größer ist, als man denken würde. An diese Küste passen 3, mit ein bisschen Getrickse vielleicht auch 4 Werften, aber nicht mehr. Ich empfehle, mit den Kriegsschiffen anzufangen, da diese länger brauchen und in der Zeit schon mal Soldaten vorzuproduzieren. Auf dieser Karte bietet es sich auch an, Gold überzuproduzieren, damit ihr Soldaten, die von Friedensstiften getroffen werden, schnell neu ausbilden könnt. Sobald sich eure Schiffe samt 300 Soldaten im Zielbereich befinden, habt ihr gewonnen. Mission 3 lässt uns wieder aktiver am Kartengeschehen teilnehmen. Mit unserer Flotte aus Mission 2 sind wir jetzt in Karthago. Oder zumindest fast, denn wenn wir uns die Flotte ansehen, müssen wir einige Verluste verzeichnen. 3 unserer Fähren haben wohl auf dem Weg eine DNA-Digitation zu einem Kriegsschiff vollzogen, aber was noch viel schlimmer ist, unsere schön zusammengestellte Armee aus Mission 2 ist auch weg. Auf dieser Karte stellen sich uns 3 Trojaner-Siedlungen in den Weg. Blau kontrolliert den nordwestlichen Teil der Insel, während Grün den nordöstlichen besitzt. Beide sind relativ stark im Vergleich zu Gelb, der den Osten bis Südosten der Karte beherrscht. Mission 3 setzt aber den Trend aus Mission 1 fort, die Spielzeit nicht unnötig zu strecken. Nur eine der 3 Siedlungen muss besiegt werden und wir können uns frei aussuchen, welche das sein soll. Die Berge auf dieser Karte sind randvoll mit Rohstoffen, ihr solltet in der Hinsicht also keine Schwierigkeiten haben. Ihr könnt auch mal wieder mit der vollen Leistung eurer Minen rechnen. Im Nordosten gibt es einen Durchgang zwischen den Bergketten, der sich gut für eine Verteidigungsstellung eignet. Die Angriffsgruppen bleiben aber sehr klein, solange kein Turm den Besitzer wechselt. Passt aber auf, dass euch die KI nicht euren Startturm snipt, so wie es mir passiert ist. Die Karte ist aber etwas übergroß, sodass ihr euch schon bemühen müsst, um gemeinsame Grenzen mit euren Gegnern zu haben. Meiner Erfahrung nach ist die gelbe Siedlung die kleinste und schwächste, also war sie am Ende auch mein Ziel. Sobald eine der Siedlungen zerstört ist, habt ihr bereits gewonnen. Fürs Finale der Römerkampagne befinden wir uns plötzlich wieder in Sizilien. 2 trojanische Stützpunkte sind hier aus dem Boden geschossen, die vernichtet werden sollen. Im Süden befindet sich der blaue Spieler, während der grüne Spieler den Westen der Karte kontrolliert. Beide sind gut versorgt mit Nahrung und Bodenschätzen, sie werden aber keine Gebäude bauen, da sie keine normalen Steinvorkommen besitzen. Rohstofftechnisch seid ihr auch hier gut ausgestattet, allerdings sind die beiden Startsteinfelder ziemlich schlecht. Ich empfehle eine frühe Steinmine, mehr ist aber auch nicht nötig. Die Engstelle zwischen Küste und Berg im Westen eignet sich gut für eine Verteidigungsstellung. Falls einer eurer Türme von den KIs erobert wird, könnt ihr ein wenig mit ihrer Aggression oder ihrem Patrouillenverhalten spielen, indem ihr den Turm entweder zurückerobert oder so belasst.
Auch diese Karte ist aber etwas übergroß, sodass die Abstände zu den anderen Spielern recht groß sind. Wenn sich die KIs an eurer Verteidigung gut verausgaben, solltet ihr aber später nur noch das Mindestmaß an Gegenwehr abmetzeln müssen. Sobald beide Siedlungen zerstört sind, habt ihr die Punischen Kriege gewonnen. Brückenkopf, nicht zu verwechseln mit der ersten Römermission des Trojaner-Add-ons, Brückenkopf, versetzt uns ins England des 11. Jahrhunderts. Die Invasion der Wikinger beginnt mit dem Angriff auf Eifel. Anschließend sollen wir den vom grünen Spieler kontrollierten Schwefelberg erobern, warum auch immer die Wikinger plötzlich Schwefel haben wollen, und Vorräte in Form von 200 Broten und 200 Fleisch sammeln, was sich aber dank der vielen Minen der KI praktisch schon selbst erledigen wird. Unser erstes Ziel ist die Eroberung des Hafens. Dieser wird praktisch nicht verteidigt, allerdings müsst ihr auch die Kriegsschiffe in der Bucht zerstören. Mindestens zwei der Schiffe könnt ihr auch mit euren Bogenschützen erreichen und das solltet ihr ausnutzen. Da eure Kriegsschiffe auch Türme angreifen würden, ist es gut möglich, dass es sonst mana-technisch nicht mehr hinhaut. Außerdem könnt ihr so einen Großteil eures Startmanas behalten, wodurch es sich lohnen kann, einen großen Tempel zu rushen. Sobald die Kriegsschiffe zerstört wurden, bekommt ihr 4 weitere Fähren mit 30 Dieben und 6 Gründungskarren. Im westlichen Berg findet ihr Kohle, Eisen und Gold, allerdings sind große Teile der Vorkommen vom Feind oder durch Bäume blockiert. Daher solltet ihr auch den Berg im Nordosten absuchen, wo ihr zusätzlich auch Stein findet. Eure Startvorgaben sind recht großzügig, allerdings startet ihr mit nur 10 Betten. Euer erstes Ziel muss also ein Wohnhaus sein. Falls ihr ein großes wählt, sollte bis zu seiner Fertigstellung kein weiterer Bauauftrag erteilt werden. Um den Siedlerertrag zu maximieren, sollten alle streikenden Siedler vor der Fertigstellung entweder Bauarbeiter, Lanierer, Geologen oder Pioniere geworden sein. Eure Bauwirtschaft könnt ihr durchaus etwas rauszögern, insbesondere wenn ihr die ganzen eroberten Türme abreißt, die ja bei den Trojanern extra teuer sind. Einen Turm müsst ihr natürlich behalten. Welcher das ist, ist eure Entscheidung, es sollte aber keiner von denen in den Bergen sein, die ihr dort nicht viel mit weiteren Türmen arbeiten könnt. Da die KI aber aggressiv den Friedenszauber einsetzt, sind Türme durchaus wichtig, um zumindest einige eurer Soldaten zu schützen. Um den Effekt der trojanischen Zauber zu kompensieren, solltet ihr Gold überproduzieren. Falls ein Turm erobert wird, zerstört ihn lieber mit Axtkämpfern oder Thors Hammer, um die KI nicht zu einem Großangriff zu provozieren. Wenn ihr versuchen wollt, schlauer als das Spiel zu sein, denkt ihr vielleicht an einen S-Turm auf der Insel mit dem Leuchtturm. Dort könnt ihr aber keine Pioniere hinbringen, ohne dass sie sterben. Sobald ihr in die Offensive geht, stoßt nach Westen vor und kämpft euch zum Schwefelberg durch. Wenn ihr nicht gerade wie ich vom Twitch-Chat dazu gezwungen werdet, Schwefelminen zu bauen, die euch euer Fleisch wegfuttern, könntet ihr dann sogar schon gewonnen haben. Ansonsten erobert einfach so lange weiter die feindlichen Minen, bis ihr gewonnen habt. Mission 2 startet wieder etwas traditioneller, wandelt aber die Herausforderung ein wenig von der ersten Mission ab. Dieses Mal haben wir zwei vollwertige Gegner, beide Römer, gegen die wir uns behaupten müssen. Der blaue Spieler dominiert den Norden der Karte. Glücklicherweise müsst ihr ihn aber nicht besiegen, was ganz gelegen kommt, da er viele vollbesetzte Burgen besitzt. Unser eigentliches Ziel ist der grüne Spieler, der den Nordosten und Osten der Karte kontrolliert. Auch ihn müsst ihr aber nicht restlos besiegen, es genügt die Zerstörung dieser Burgen. Damit wird direkt verhindert, dass sich diese Mission am Ende unnötig zieht. Den Hauptteil eurer Bodenschätze werdet ihr aus dem Berg westlich eurer Startposition beziehen, wo ihr Kohle, Eisen, Gold und Stein findet. Falls ihr zusätzliche Kohle benötigt, könnt ihr die Bergkette im Norden anzapfen, die die blaue Siedlung abgrenzt. Oder ihr schaut in den östlichen Berg, wo ihr zusätzlich auch Stein findet, wobei ihr als Wikinger wohl kaum so enorme Steinmengen benötigen werdet. Beide KI-Spieler setzen aggressiv Priester ein und gerade der Bekehrungszauber kann euch am Anfang sehr schaden, wenn ihr noch nicht so viele Soldaten habt und ein relativ großer Anteil von ihnen die Seiten wechselt. Auch hier solltet ihr also wieder auf Türme zurückgreifen, um zumindest einen Teil eurer Verteidiger zu schützen. Von euren eigenen Zaubern ist Angst der beste Konter, da ihr den Truppenzusammenhalt eurer Gegner komplett zerstört. Außerdem kann es helfen, selbst mit Axtkämpfern zu arbeiten. Diese können gegebenenfalls verlorene Türme zerstören und werden im Fall einer Bekehrung nur zu Sanitätern. Sie sind also für eure Gegner auf jeden Fall gefährlicher als für euch. Aber schwierig ist diese Karte nur, wenn ihr wie ich gezwungen werdet, über 20 Schwefelminen zu bauen, statt die Rohstoffe in irgendwas Sinnvolles zu investieren. Blau hat irgendwann keine Priester mehr, was sein Gefahrenpotenzial erheblich senkt, und an dem Punkt sollte Grün nicht mehr in der Lage sein, euch vom Zielort fernzuhalten. Die Wikinger sind hier wirklich das ideale Volk. Mission 3 wird wieder etwas einfacher, denn obwohl wir gegen zwei KIs antreten, ist nur eine ein vollwertiger Gegner. Die größte Bedrohung ist die trojanische Stadt im Südwesten der Karte, deren Kaserne im Zentrum wir zerstören sollen. Im Nordwesten befindet sich zusätzlich ein römischer Stützpunkt, der aber keinerlei eigene Wirtschaft besitzt und daher auch keine Truppen nachproduzieren wird. Dessen 4 Wagenbauer müssen zerstört werden, die Munitionsmanufakturen dürft ihr aber stehen lassen. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, wäre es wirklich cool gewesen, wenn die KI zumindest per Skript in der Lage gewesen wäre, auch mal Kriegsmaschinen einzusetzen. In eurer Siedlung gibt es 3 Berge. Die große Bergkette im Westen enthält Kohle, Eisen und Stein. Der südliche Berg, wo sich die ganzen Rehe tummeln, enthält eine große Goldader. Und im Nordosten findet ihr einen dritten Berg, wo ihr Kohle, Eisen und Gold abbauen könnt. Da der grüne Spieler, wie gesagt, keine eigene Wirtschaft besitzt, ist nur Blau langfristig eine Bedrohung. Im späteren Verlauf wird Blau aber langsam vom Süden aus in eure Richtung siedeln. Falls ihr also nicht ohnehin schon dort verteidigt, wollt ihr vielleicht später eure Türme dorthin verlagern.
Grün macht sich durch seine Selbstschwächung zu einem verlockenden Ziel. Allerdings sind in seiner Siedlung Trigger verteilt, die einen Großangriff des blauen Spielers auslösen, wenn eine eurer Einheiten dort rumläuft. Ihr müsst dann also immer noch bereit sein, euch zu verteidigen. In meinem Run hat sich Blau dann aber um die eroberten Türme von Grün gekümmert und so einen großen Teil seiner Soldaten weit außerhalb seiner Siedlung positioniert. Reißt die grünen Türme also nicht ab. Wenn Blau sie einmal erobert hat, wird er auch Patrouillen dorthin schicken, was sich auf vielfältige Weise ausnutzen lässt. Etwas schade finde ich es, dass der grüne Spieler so wirkt, als sollte er durch Schiffe erreicht und angegriffen werden, aber letztendlich gibt es dazu keinen Grund, und ein früher Angriff auf Grün ist wegen des genannten Großangriffs auch nicht ratsam. Hätte Grün eine Soldatenproduktion und würde auch direkt als besiegt zählen, wenn sein Teil des Ziels erreicht ist, gäbe es vielleicht einen Grund, ihn früh eliminieren zu wollen, aber leider verpasst die Karte diese Gelegenheit. Ihr solltet also eine entspannte Runde vor euch haben. Das Finale der Kampagne impliziert zwar mit seinem Namen ein Mirror-Match, aber tatsächlich tritt ihr erneut gegen die Römer mit einem Hauch Trojanern an. Euer Ziel ist die Eroberung dieses Schlosses bzw. die Vernichtung des blauen Spielers. Dieser hat keine eigene Wirtschaft, wird aber von den beiden anderen Spielern geschützt, die sehr wohl eine solche besitzen. Der Berg in eurer Siedlung enthält alle Rohstoffe, einschließlich Nutzlosium, aus welchem Grund auch immer. Falls ihr nicht ohnehin schon in Steinen ertrinkt, findet ihr mehr davon in der östlichen Bergkette, die euch weitgehend vor der Expansion der beiden Römer schützen sollte. Wirklich besonders ist rohstofftechnisch nur der Umstand, dass es nur einen Ort gibt, wo ihr Wasser beziehen könnt, und ihr werdet eure Wasserwerke nicht gut platzieren können. Blau wird euch einmal recht früh angreifen, hört aber danach praktisch auf zu existieren, und da er keine Priester hat, sollten eure Staatssoldaten den Angriff locker abwehren können. Ihr startet auch mit 3 Imkereien, deren Output ihr durchaus mitnehmen könnt, es gibt aber anders als durch die Kartentipps angedeutet keinen besonderen Grund, Magie einzusetzen. Die Bergkette bietet aber keinen vollständigen Schutz vor der Expansion des grünen Spielers, ihr werdet also den Bereich nördlich der Berge sichern müssen. Wenn ihr soweit seid, kämpft euch einfach durch die Römersiedlung bis zum blauen Spieler durch und vernichtet ihn. Grün und Gelb ergeben sich dann. Damit wäre der Feldzug der Wikinger in England siegreich beendet, ebenso wie die Kampagne. Womit nur noch die Trojaner-Kampagne fehlt, damit wir alle offiziellen Siedlerkampagnen durchhaben. Die Maya-Kampagne beschäftigt sich mal wieder mit dem Thema spanische Conquista, weil die Kampagne der ersten Mission-CD das Thema anscheinend nicht ausreichend durchgekaut hat. Noch sind aber keine Spanier in Sicht, denn auf dieser Karte gilt es, die 6 Burgen einer feindlichen Maya-Siedlung zu erobern. Diese erhält regelmäßig einige kostenlose Träger und startet mit maximierter Kampfkraft. Die Bergkette im Norden eurer Siedlung enthält alle Rohstoffe, die ihr benötigen könntet. Ihr müsst euch im Laufe des Spiels aber überlegen, ob ihr auf der Nordseite Steinminen errichtet oder Mana für die Nutzung des Steinfluches vorbereitet, da es in der ganzen Gegend nur ein großes Steinfeld gibt. Ebenfalls interessant sind die beiden Halbinseln im Westen eures Startgebiets. Hier wird zu Spielbeginn je 3-mal der Wildzauber der Wikinger angewandt, wodurch es vor Rehen nur so wimmelt. Insbesondere wenn ihr mit Obo spielt, könnt ihr einfach eure 2 Startjäger nutzen und auf eine Ziegenzucht gänzlich verzichten. Diese Karte hat sehr großzügige Startvorgaben, was einen schnellen Aufbau und eine stark verspätete Nahrungsproduktion ermöglicht. Das ist auch nötig, da ihr relativ früh angegriffen werdet. Beachtet aber, dass ihr ohne freie Werkzeuge startet, da ihr stattdessen die entsprechenden Siedler bekommt. Außerdem startet ihr mit nur einem Schmied. Vor feindlicher Expansion seid ihr weitgehend sicher, die KI versucht aber schon, mit einer Kombination aus Türmen und Pionieren die große Wüste nördlich eures Berges zu durchqueren. Zum Ende meiner Runde war ihnen das auch gelungen, haltet dort also die Augen offen. Wenn ihr aber selbst mit maximierter Kampfkraft angreift, kehrt sich der Vorteil schnell zu euren Gunsten um. Sobald alle 6 Burgen erobert wurden, habt ihr Mission 1 hinter euch. In Mission 2 bekommen wir endlich die Spanier zu Gesicht in Form einer römischen Stadt im Osten der Karte, die es zu zerstören gilt. Diese Karte hat aber ein paar Eigenheiten, die ihr beachten müsst. Kohle, Eisen und Stein sind kein Problem, es gibt jedoch nur einen Ort, wo ihr angeln, Wasser schöpfen und Gold fördern könnt, und zwar an diesem Ort im Zentrum eures Startgebiets. Die Vorkommen hier werden per Zauber aufgefüllt, wenn ihr genug Kills sammelt. Allerdings war dem Mapper wohl nicht klar, dass der Fischzauber nicht auf Flussfeldern wirkt. Entgegen der Kartentipps war es aber dennoch nicht nötig, die Goldminen mit Brot zu beliefern. Das könnte aber auch daran gelegen haben, dass ich die Goldvorkommen erst viel zu spät entdeckt und zuerst mit Holz zu Gold sowie Beförderung gearbeitet habe. Im Norden gibt es außerdem wieder sehr viele Rehe, da der Mapper hinter dieser Karte wohl fand, dass Jäger sonst nicht nützlich genug sind. Ansonsten gilt auch hier warten, bis ihr stark genug seid, bzw. die Römer durch ihre regelmäßigen Angriffe stark genug geschwächt sind, dass ihr in die Offensive gehen könnt. Wenn ihr mit Obo spielt, eignen sich auch Blasrohrschützen gut für die übliche Bogen-Dieb-Kombo. Sobald ihr die Römer besiegt habt, kommen wir aber tatsächlich zu einer etwas spannenderen Mission. Mission 3 weicht tatsächlich mal von der üblichen Erobere-alle-Türme-Struktur ab. Wir sind umgeben von 2 feindlichen Siedlungen und sollen unsere eigene so aufbauen, dass sie der Belagerung auf unbestimmte Zeit standhalten kann. Dazu müssen wir unsere Kampfkraft maximieren, mindestens 700 Kills sammeln und unsere eigenen Verluste möglichst gering halten. Verlieren wir mehr als 200 Einheiten, verschiebt sich unser Ziel nach hinten, bis zu potenziell 1300 Kills. Im Norden befindet sich eine feindliche Römersiedlung, die die Übergänge im Nordwesten und Nordosten kontrolliert. Im Südwesten befindet sich ein Übergang zu einer ebenfalls feindlichen Trojaner-Siedlung. Beide Siedlungen starten mit maximaler Kampfkraft. Allerdings ist keine der feindlichen Siedlungen in der Lage, zu uns zu expandieren. Wir können also alle Türme, die nicht zur Verteidigung beitragen, abreißen.
Die Bergkette im Nordwesten ist reich an Rohstoffen, wobei die Steinvorkommen etwas durchmischt sind. Dennoch empfehle ich den Bau einer Steinmine und auch die Investition eures Startmanas in den Steinfluch, um einem Steinmangel vorzubeugen. Eine riesige Armee werdet ihr aber nicht brauchen, da ihr nur die gelegentlichen Angriffe der KIs abwehren müsst. Beide setzen großflächig Kampfmagie ein, was aber ein versteckter Vorteil ist, da durch Magie eliminierte Einheiten nicht als Kills zählen. Ihr könnt auch versuchen, mit Dieben und Bogenschützen feindliche Schwertkämpfer anzulocken, ich habe aber wenige geeignete Stellen gesehen. Was auch immer ihr tut, versucht keinen eigenen Angriff. Das ist Selbstmord sowohl für eure Einheiten als auch für eure Siedlung, da die KI euch dann vermutlich mit ihrer gesamten Armee angreifen wird. Wenn alles gut läuft, könnt ihr beide Ziele nach 2 Stunden Ingame-Zeit erreicht haben. Im Finale der Maya-Kampagne wird es Zeit, den Spaniern so richtig die Fresse zu polieren. Erneut müssen wir uns hier einer römischen und trojanischen Siedlung stellen, aber beide haben ein konkretes Ziel, das es zu erreichen gilt. Die blaue Siedlung hat in der südöstlichen Ecke einen Hafen, dessen Anlagen zerstört werden müssen. Die grüne Siedlung dagegen hat eine Statue gestohlen, die wir zurückerobern sollen. Die Bergkette im Zentrum unseres Startgebiets ist reich an allen Rohstoffen, allerdings werden Pioniere erforderlich sein, um sie effizient erobern zu können. Zum Glück befinden sich bei den Eisenvorkommen Hämmer für Geologen und einige versteckte Schaufeln für Pioniere. Wie auf den anderen Karten dieser Kampagne finden wir außerdem auch hier, südöstlich unserer Startposition, jede Menge Rehe. Ich habe diese aber erst spät entdeckt, wir sind also nicht auf sie angewiesen. Beide KIs bauen große Armeen auf, dieses Mal kommen wir also nicht um den Aufbau einer großen Armee mit hoher Kampfkraft herum. Leider gelten die KIs nicht als besiegt, wenn das von ihnen bewachte Ziel erreicht wird. Deshalb würde ich empfehlen, zuerst die Statue zu erobern und Grün zumindest handlungsunfähig zu machen, was so ziemlich nebenbei geschehen sollte. Für den Hafen wäre es durchaus möglich, diesen mit Fähren zu erreichen und die Türme mit einigen Elite-Angriffsteams zu erobern. Wenn dann beide Ziele erreicht sind, habt ihr sofort gewonnen und die Maya-Kampagne abgeschlossen. Mit der Trojaner-Kampagne bewegen sich die Missionsguides nun in ihre letzte Phase, was Kampagnenmissionen angeht. Diese Kampagne versetzt uns in die Zeit von Alexander dem Großen, aber leider kann ich sie nicht als guten Abschluss bezeichnen, da sich einige Trends abzeichnen. Unser einziger Feind ist der blaue Spieler, der den Osten der Karte kontrolliert. Und hier werden die Trends schon deutlich. Feindliche Siedlungen sind hier sehr redundant aufgebaut und bekommen per Skript regelmäßig neue Träger, was es schwer macht, ihre Soldatenproduktion außer Gefecht zu setzen. Schätzungen zufolge kann eine Siedlung wie diese sogar noch dann produzieren, wenn 78% von ihr zerstört wurden. Das ist aber auch der einzige halbwegs positive Aspekt. Die anderen zwei tragen leider nicht zum Spielvergnügen bei. Zum einen gibt es in keiner der Siedlungen, denen ihr begegnen werdet, Steinfelder. Dementsprechend wird die KI auch kein einziges Gebäude bauen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das seitens des Mappers gewollt ist, denn Steinminen gibt es durchaus. Und zum anderen werdet ihr in dieser Kampagne auf kein anderes Volk treffen. Es gibt also auch keine visuelle Abwechslung. Alle benötigten Rohstoffe sind in den beiden Startbergen verteilt. Diese Erweiterung hat nie mit Bodenschätzen gegeizt und sie fängt auch jetzt nicht damit an. Ihr habt 4 mögliche Wege in die feindliche Siedlung, was aber keine Rolle spielt, da ihr sie ohnehin gänzlich vernichten müsst. Die Siedlung wird sich lange zumindest alibimäßig verteidigen können, aber das ändert nichts daran, dass der Großteil des Krieges letztendlich eine Formalität sein wird. Das wissen leider nur wenige Mapper zu vermeiden. Mission 2 wird zumindest insofern spannender, dass es wieder mehrere Gegner gibt, auch wenn wir weiterhin nur Trojaner sehen werden. Dieses Mal ist außerdem die Siegbedingung spürbar besser. Es ist nur erforderlich, die feindliche Leibgarde zu besiegen, die vom blauen Spieler gesteuert wird. Der schnellste Weg zu ihm führt mitten durch die Grenze zwischen Grün und Gelb, was natürlich die Gefahr birgt, beide Spieler zu provozieren. Der Hauptteil eurer Schwerindustrie wird vom Berg im Norden gespeist werden, während ihr im Süden nur etwas Gold und Stein finden werdet. Und dann gibt es da noch diesen Berg, der... Ich kann euch beim besten Willen nicht sagen, was das sein soll. Da ihr es mit mehreren Gegnern zu tun habt, müsst ihr immer bereit sein, einen Angriff abzuwehren, auch sobald ihr selbst in die Offensive geht. Solange ihr die KI nicht provoziert, ist sie aber sehr zurückhaltend. Denkt daran, dass die Trojaner einige potenziell sehr mächtige Defensivzauber haben. Ansonsten ist nur wichtig, dass ihr euer Ziel nicht aus den Augen verliert. Mission 3 geht wieder zurück auf einen Gegner, die Stadt Tyros. Die sieht zwar aus wie Troja für Arme, aber das heißt leider nicht, dass ihre Eroberung nicht potenziell zäh wird. Auf dieser Karte werdet ihr eure Rohstoffe primär aus 5 Bergen in und um eure Startposition beziehen. Die beiden in eurem Startgebiet enthalten Kohle, Gold und Stein, welche ihr auch recht früh brauchen werdet, da die Steinfelder nicht besonders üppig sind. Eisen findet ihr erst in den 3 Bergen nördlich eurer Startposition, zusammen mit weiteren Vorkommen aller anderen Bodenschätze. Ich hielt es zunächst für einen Witz, aber diese Karte empfiehlt tatsächlich den Bau und Einsatz von Kriegsmaschinen. Da die großen Türme auch nur mit L2-Soldaten besetzt sind, lassen sich 4 bis 5 Ballisten tatsächlich gut nutzen, um die äußeren Türme zu zerstören, ohne dass sich die KI aktiv darum kümmert. Kriegsmaschinen sind der KI nämlich völlig egal. Denkt aber daran, dass auch Kriegsmaschinen von Kampfkraft beeinflusst werden. Und damit sind wir auch bei der letzten Mission. Nicht nur von dieser Kampagne, sondern je nach Blickwinkel sogar vom gesamten Spiel. Erneut gilt es, eine Leibgarde zu besiegen, und falls ihr gerade ein Déjà-vu habt, liegt das daran, dass wir genau diese Leibgarde eigentlich schon vor 2 Missionen abgemetzelt haben.
Es gelten in vielerlei Hinsicht wieder die Regeln aus Mission 2, nur dass die beiden verteidigenden Siedlungen diesmal anders platziert sind und wir zwingend beide durchqueren müssen. Den Hauptteil eurer Rohstoffe werdet ihr aus den drei Bergen in der Nähe eurer Startposition beziehen, aber falls nötig, gibt es natürlich noch mehr im Umfeld. Diese Karte war für mich leider ein absolutes Crashfest und ich weiß leider nicht genau, woran es lag. In meinem Fall buggten einige Türme, die ich dann weder abreißen noch an meine Gegner verlieren durfte, aber als ich später die Saves einschicken wollte, waren sie plötzlich total bugfrei. Und damit sind wir kampagnentechnisch durch. 140 dieser Videos sind in den letzten 6 Jahren entstanden. Weitere 77 stehen noch aus, doppelte Karten nicht mitgezählt. Ein paar sind noch Einzelspielerkarten aus der Gold Edition, aber der Löwenanteil sind weitere Einzelspielerkarten aus dem Community Pack und die verlorenen Karten aus der History Edition, deren Qualität leider stark zu schwanken scheint. Erwartet da also bitte nicht zu viel zu früh. Gerade mit Blick auf meine Arbeit am Projekt HGLG ist es hoffentlich verständlich, dass ich auch noch was anderes sehen muss.